Rally. Eindeutig Rally. Rally, der geht schon los, ey. Was sind das für Leute? Aber den Spruch, den habe ich noch nie gehört, oder Colin? Das ist halt besonders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Soll ich jetzt das sagen? Ja. Komm, mach weiter. Worum geht's heute? Was tun wir heute? Ich bin den Fernbus-Simulator wie immer. Philipp ist auch dabei. Und ja, genau. Heute fahren wir von Erfurt, wo ich ja in der letzten Folge hingefahren bin, nach Dresden. Wird der Colin heute die komplette Route übernehmen, denn wir werden direkt nach Dresden durchfahren. Es gibt keine weitere Stadt, die so auf dem Weg liegt, sage ich mal. Und deshalb geht's heute direkt nach Dresden in die, ich glaube, im Fernbus-Simulator ist es, glaube ich, echt die östlichste Stadt, die es so gibt, im Moment zumindest. Guten Tag. Ich weiß ja nicht, ob das noch irgendwie irgendwann mal nach Polen erweitert wird oder was. Denn neues Jahr jetzt beim Fernbus-Simulator und da wollte ich ja gleich erst noch drauf zu sprechen kommen. Deswegen gucken wir dem Kollegen jetzt erstmal zu, wie er hier die ganzen Passagiere eincheckt. Und dann können wir ganz in Ruhe gleich so ein bisschen darüber erzählen. So. Hallo, hier ist mein Ticket. Beim letzten Mal, als ich alleine gespielt habe, Colin, da hatte ich keinen einzigen Fahrgast, der hier falsch war. Alle durften mitfahren, alle wollten auch wirklich nach Erfurt hin und jetzt hattest du heute direkt wieder so ein Pech, aber kann man halt nichts machen. Zwei Personen sind wohl noch da. Ciao. Und der will ja nicht, ne? Achso, er nicht. Dann halt nicht, dann würde ich sagen, können wir auch direkt schon losfahren. Es ging ja heute ziemlich schnell, keiner wollte ein Ticket kaufen. Du kannst ja allen nochmal kurz Hallo sagen, würde ich sagen. Hallo, 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 hallo. In der letzten Reihe sitzt keiner. Schade. Das heißt, wir setzen uns hinter unser Steuer. Beziehungsweise ich setze mich da auf diesen Co-Pilotenplatz, sage ich mal, rechts daneben, diese ausklappbaren Sitze, die da immer so sind. Die ja nur für das Personal bestimmt sind. Oh, was ist mit meiner Stimme? Müssen wir mal ein bisschen. So, jetzt vielleicht? Rally. Eindeutig Rally. Rally, der geht schon los, ey. Was sind das für Leute? Aber den Spruch, den habe ich noch nie gehört, oder Colin? Das ist was Besonderes. Habe ich noch nie gehört. Rally. Boah, ist das Alter, eng hier. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Colin, wo hast du deinen Führerschein massiv gemacht? Massiv unter Druck hier direkt in den ersten paar Minuten. Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Beim Führerschein. Mann. Beim Führerschein, Mann, genau. Du musst auf die andere Passt. So macht man das doch. Genau, alles richtig gemacht, Colin. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, und endlich haben wir es auch mal wieder geschafft, auf Aufnahme zu drücken, bevor wir die Anmoderation machen. Das war ja beim letzten Mal, als wir zusammengefahren sind, nicht der Fall. Da ist uns ja später erst, als wir unterwegs waren, aufgefallen. Oh, vielleicht sollten wir die Aufnahmen mal starten. Aber heute wäre es fast wieder passiert. Da wollte Colin schon gerade die Anmoderation machen. Da habe ich gesagt, warte Colin, wir müssen die Aufnahme noch starten. Das ist irgendwie fast nicht. Irgendwie vergessen wir das in letzter Zeit. Er sieht echt interessant aus. Er sieht so, warte, irgendeiner erinnert mich aus dem Fernsehen irgendeiner. Aber ich weiß gerade nicht genau, was sag für mal, einer. Aber an irgendeinem aus dem Fernseher erinnert er mich. Fernsehen. Ja, ist auch egal. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hast du eigentlich Ton? Ich hab, glaube ich... Ich hab Ton, ja. Bei mir ist das nur ziemlich, ziemlich leise. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber das geht doch. Das geht, glaube ich. Alles im grünen Bereich. Nee, wir dürfen leider noch nicht fahren. Wir haben wieder eine rote Ampel. Nee, das gibt's doch gar nicht. Rote Ampel, nee. Mann. Die Scheibe ist schmutzig. Ja, die ist immer ein bisschen schmutzig. Ich weiß nicht, ob man hier auch in die Straße fahren kann, aber ich glaube nicht. Aber das wäre mal ein cooles Feature vielleicht für...
den nächsten Patch oder so, dass man da auch wirklich mal so in die Waschstraße fahren kann. Also tanken geht ja, oder einen Rastplatz anfahren, das geht ja alles. Nur Auto entfernen muss waschen. Das wäre schon sowas. Apropos waschen, habe ich eine ziemlich interessante Story zu erzählen. Und zwar, ich weiß, so Waschstraßen gibt es schon länger, ach, keine Ahnung, 10 Jahre oder was, aber ich war noch, soll ich sagen, doch, ich war schon mal in so einer drin, aber jetzt vorgestern, oder wann war das? Ich meine, es war vorgestern, da bin ich mal in die Waschstraße gefahren und das war dann halt so eine Waschstraße, wo du halt auch auf so einen Fördermann kamst und dann da so quasi durch gezogen wurdest auf diesem Förderband, sage ich mal. Und das ist schon echt cool, wenn du da dann wirklich drin bleibst und dann da siehst, wie die ganzen Bürsten und, nein, wie nennt man diese Dinger, Colin, bei einer Waschstraße, die diese, nicht Besen, diese, ihr wisst, was ich meine, diese runden Dinger da, die das Auto dann sauber machen. Wenn die dann so an einem vorbei rauschen, sieht das echt, ich weiß nicht, das sieht cool aus irgendwie. Habe ich auch eine Instagram-Story zugemacht. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Instagram-Account verfolgt. Braucht ihr auch gar nicht, da wird sowieso nie was drauf gepostet. Aber nur mal so am Rande erwähnt und das ist schon echt, fand ich faszinierend. Die lass ich hier nicht rein. Oder? Doch, lass den mal lieber rein. Wieso? Ist ein BMW. Lass den mal vor. Dann soll er jetzt aber, sonst fahre ich dir ins Auto. Aufpassen. So. 13.17 Uhr sollen wir da sein. Jetzt haben wir 10.46 Uhr. Sind 2 Stunden unterwegs, kannst du sagen. Ich weiß ja nicht, wie das in der Realität ist. Ob man da auch so um die 2 Stunden unterwegs ist. Von Erfurt nach Dresden. Weiß nicht, was meinst du, Colin? Ein bisschen weniger vielleicht. Ich weiß es nicht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass wir hier mit dem Bus unterwegs sind. Und ja, jetzt können wir eigentlich so langsam, aber sicher, glaube ich, mal auf das Thema zu sprechen kommen, was ich für die heutige Folge vorbereitet habe. Und zwar, das war, dass ja, der Fernbus-Simulator halt immer noch weiterentwickelt wird und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist auch ein, es wird auch cool, Colin. Ich weiß nicht, ob du daran Interesse hast, das mit mir vielleicht dann zu Let's Playen, aber ich weiß nicht, ob das noch, alles noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr kommt der City-Bus-Simulator Berlin raus. Das ist auch, wird von den TML-Studios entwickelt, also von denen, die auch den Fernbus-Simulator entwickeln. Und die machen halt so einen City-Bus-Simulator Berlin und soll wahrscheinlich so ähnlich wie der Fernbus-Simulator werden, von der Grafik her und so. Achtung, du musst links. Und was wollte ich sagen? Oh, und könnte von daher ziemlich interessant werden, glaube ich. Nur halt, dass man dann mit Linienbussen fährt. Ich glaube, das ist der Scania City White, den die da im Moment nachbauen. Und jedenfalls, das war eigentlich ja nicht das Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar das Thema, was ich ansprechen wollte, war, dass es bald auch möglich ist, Mods zu erstellen für den Fernbus-Simulator. Also die Entwickler eröffnen den Fernbus. Eröffnen dem Fernbus-Simulator jetzt bald auch das Modding und ein Mod ist bereits erschienen, oder eine Mod von SimUK ist diese Mod und die haben eine alternative Route nach irgendwo im Norden, war das, glaube ich, haben die eine alternative Route zu einer Stadt hin so gesehen entwickelt, dass man halt auch einen anderen Weg fahren kann, wenn der andere gesperrt ist oder was. Wer hat das denn? Ich meine, SimUK heißen die, aus England. Sind die Spieler oder? So eine Modding-Gruppe. Ich weiß es aber auch nicht, ich hatte es nur kurz gelesen eben. Und das soll natürlich nicht der einzige Mod bleiben, denn... Oh, wir fahren durch einen Tunnel zum ersten Mal, ne? Nee, beim letzten Mal bin ich auch schon durch einen Tunnel gefahren. Aber sieht schon ganz cool aus. Aber was soll ich sagen, jedenfalls soll dann halt auch bald so ein Modding-Tool
veröffentlicht werden für den Fernbus-Simulator, wo es uns allen dann ermöglicht wird, Mods zu erstellen, wie man zum Beispiel auch aus dem OMSI kennt, wo dann Busse erstellt werden oder neue Karten. Hier werden es dann wahrscheinlich neue Kartenabschnitte, wie jetzt zum Beispiel diese Mod aus England. Und das finde ich cool, dass dann halt nicht nur die Entwicklung durch die Entwickler möglich ist, sondern halt auch die Entwicklung durch uns als Spieler möglich ist, wie es halt auch, wie gesagt, in OMSI der Fall ist. Und das bringt das Spiel dann doch, glaube ich, einen ganz ordentlichen Schritt voran, wenn dann nicht nur die Entwickler, die halt so ihr so, ja, wie soll ich sagen, ist ja so, wie beschreibe ich das jetzt mit einer guten Metapher, jedes Spiel hat ja irgendwie so eine Handschrift, weißt du, und die Handschrift von den Entwicklern, die ist ja so gesehen immer die gleiche. Und wenn dann halt andere Leute mit einer anderen Handschrift kommen, dann wird der Fernbus-Simulator bestimmt auch vielfältiger und da freue ich mich drauf. Wir fahren schon wieder durch einen Tunnel. Gucken, was da so entwickelt wird, auch so in Bezug auf die Gamescom, was es da so für Neuankündigungen gibt, vielleicht auch für den Fernbus-Simulator. Vielleicht wird ja an einem weiteren DLC gebastelt, also an einem weiteren Bus vielleicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da mal eine Umfrage gab, bezüglich welche Busse als nächstes noch integriert werden sollen. Es gibt ja noch diesen Neoplan Skyliner, aber ich warte seit Monaten darauf, dass der endlich mal bei Steam im Sale ist, damit ich mir den kaufen kann. Also sagen wir so, ich hätte genug Geld, um mir den jetzt für 15 Euro zu kaufen, aber ich brauche ihn jetzt nicht so dringend, dass ich da 15 Euro für ausgeben möchte. Und deswegen warte ich halt lieber, dass der mal so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch 3 Euro weniger, so 12 Euro reduziert ist. Dann würde ich mir ihn, glaube ich, schon kaufen. Mal gucken, wird bestimmt irgendwann mal der Fall sein. Hoffentlich. Dann fahren wir auch mal mit dem. Nicht die Formel 1? Was ist es denn dann? Ist bestimmt die Formel 3 oder Formel 4. Oder noch besser, die Formel E. Elektro-Rennwagen. Ich weiß nicht, ist im Moment ja noch so ziemlich Elektro, sondern ist ja im Moment noch nicht ganz so toll, will ich mal behaupten. Aber denke mal so, wenn die Preise von Elektroautos günstiger werden, werden sich auch mehr Leute so Dinger kaufen. Ich glaube, das dauert doch noch bestimmt. Fahren die sich schwerer sagen, oder? 12 Jahre, bis so ein Ding wirklich serientauglich ist, sage ich mal. Wobei serientauglich müsste man dann jetzt auch definieren, aber ich sag mal so, bis man dann halt auch wirklich ab und an mal vor sich so ein Elektroauto sieht. Nicht nur alle 10 Mal, wenn er ins Auto steigst. Sind Elektroautos anders zu fahren? In gewisser Weise schon, denn Elektroautos beschleunigen halt viel schneller. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber so ein Tesla kennst du ja, oder? Ja. Tesla beschleunigt von 0 auf 100 in, bestimmt sage ich jetzt was Falsches, aber ich meine, es waren 2,1 Sekunden. 2,1 Sekunden ist nichts und das ist halt doch schon was ganz anderes, weil beim Elektroauto drückst du aufs Gas und bam, die Leistung ist da. Und beim Benziner oder Diesel ist es halt doch so, dass du drückst und dann erstmal was kommen muss, sag ich mal. Und deshalb, wenn du einen krassen Drehmoment haben, so Elektroautos auch. Das heißt, du wirst voll in den Sitz gepresst, wenn du einmal aufs Gas drückst. Und das ist schon ziemlich interessant. Gibt es tolle Videos drüber auf YouTube auch, also für alle, die haben doch auch so einen riesen Monitor da, wo du dann Navi hast und so, ne? Ja, genau, das sind die Teslas vorbei. Ja gut, Tesla hat jetzt echt einen, ich meine, es ist ein 17 Zoll Monitor und das ist nun echt nicht gerade wenig. Aber ist ja nicht nur so, dass Tesla sowas macht, auch Mercedes und VW sind da ja in Sachen virtuellen Cockpits jetzt mittlerweile auch schon vorne mit dabei und bauen dann halt so alles, dass du da auch nur so ein Bildschirm hast und da dann die ganzen, den Tacho drauf eingeblendet hast und so. Also das ist alles im Kommen, dass das Auto jetzt auch endlich mal digitalisiert wird.
Und hat ja doch eine Zeit lang gedauert, denn Smartphones sind ja jetzt schon so gang und gäbe seit 2013, kannst du sagen. Trotzdem hat es dann nochmal 4 Jahre gedauert, bis dann auch endlich mal die renommierten Automarken auf die Idee gekommen sind, doch mal so ein Touch-Display vollkommen ins Auto zu integrieren. Ich weiß, es gibt so Navis, die gibt es auch schon länger, so Touch-Navis halt. Aber so, dass halt der komplette Bordcomputer Touch-Display ist, das ist halt doch noch relativ jung, diese Geschichte. So, wie lang ist der noch? 130 Kilometer, Colin, sehe ich hier gerade. 128. Um 13.17 Uhr sollen wir da sein. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Aber ich denke mal schon, sind wir wieder pünktlicher als die Deutsche Bahn. Und das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein. Und Colin ist ja gerade ganz, ganz konzentriert bei der Sache, wie wir sehen. Er holt hier gerade ein Auto nach dem anderen, ein Lastwagen nach dem anderen. Ist viel los hier, kann das sein? Ja. Nicht schlecht. Ist auch wieder so eine Lärmschutzwand oder was? Oder vielleicht auch, also ich sehe da einen Wald, vielleicht ist es auch, dass da irgendwelche wilden Tiere nicht einfach auf die Autobahn laufen. Und das ist schon echt gut, dass man die Tiere schützt. Ja, Colin, an dieser Stelle würde ich sagen, sagen wir mal eben Tschüss und verabschieden uns und sehen uns dann in der nächsten Folge vom Fernsimulator wieder, die dann und wahrscheinlich jetzt ist hier Stau, oder was? Tag kommt. Nee, bis dann und ja, Tschüss.